Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 304 von Simotrans. Wir haben letztes Mal hier die Post zwischen den Städten gemacht und dieses Mal gucken wir dann wieder in unseren Plan hier rein. Hier ist die Haltestellenliste. Wir haben hier warten, wir haben hier absteigend. Wir waren letztes Mal. Die haben wir alle, ne? Hier, da waren wir, glaube ich, ne? Oder? Ja. Das heißt, dieses Mal nicht. Die anderen kennen wir schon. Klosterbrauerei haben wir schon gearbeitet. Lienstraße. Jetzt sind wir hier. Bei denen hier. Das ist hier und da sind mal eben 16.000, die hier oben zum Rathaus wollen. Gut, dann müssen wir da eine neue Verbindung schaffen und dann würde ich sagen, nach dem Intro legen wir da los, dass wir da wohl eine Straßenbahn hier auch lang machen. Dann bis gleich. So, dann schauen wir mal. Straßenbahn gebaut. Das können wir also mal zumachen. Straßenbahn ist da. Gleis ist da. Wir legen los. Wir haben hier. Das wollen wir mit dem da oben verbinden. Bis nach da müssen wir. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie kommen wir da weiter voran? Was machen wir da? Machen wir einen Rundkurs oder machen wir nur ein Hin und Her? Rundkurs wäre hier lang, ja doch, wäre hier lang so möglich, ne? Würde ich dann hier vielleicht durchziehen? Oder hier lang fahren? Könnte man machen, ne? Fährt hier oben lang, da lang und dann wieder zurück. Ich glaube, das machen wir so. Also hier lang. Nochmal kann ich so zwei Kurven. Dann machen wir hier lang. Hier oben machen wir das Depot hin. Machen wir gleich schon ein Gleis so. Machen das hier lang. Fahren da einfach rüber. Fahren dann nach hier. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen kurvenlastig machen. Hier bis dahin Marker noch, dann nicht mehr. Leider müssen wir die Schafherde vertreiben. Das bedeutet einmal teuer abreißen. Und dann geht es hier lang. Hier machen wir lang, da lang, dort lang, dort lang. Und hier. Fahren wir hier lang, da lang, da lang, da lang. Hier wird es jetzt kompliziert. Da muss ich zu viel abreißen, das meine ich. Das bedeutet, wir machen hier eine schicke. Na, da müssen wir eine Aufschüttung so machen, das geht nicht, sagt er. Das bedeutet, wir müssen so aufschütten. Und dann hier das machen. So geht's, ne, oder? Das wäre das schnellere Gleis, ne? So, fahren hier ganz hoch. Nehmen dieses Gleis mit. Fahren über diesen Weg. Wir fahren rechts rum. Ja. Kommen nicht da zurück, weil da kann man sowieso nichts machen. Dann könnten wir dieses Gleis hier mitnutzen, fahren so lang und kommen dann da raus. Das bedeutet, wir müssen hier noch ein Signal setzen, das kommt hier weg, damit die uns hier nicht falsch fahren, ne? Genau. Das ist dann erstmal gut. Ja, das kann weg. Ach so, Oberleitung brauchen wir noch. Okay, ich sehe schon, auf dem anderen Gleis hat er es gerade nicht gebaut. Ich weiß nicht, war das jetzt hier verbunden? Ich glaube ja, ne? Das sieht alles gut aus.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dahin, dann hier zurück. Und da noch da. Und hier weiter hoch. Von hier bis dahin. Weiter geht nicht. Hier müssen wir noch gerade ein Stück sitzen bis dahin. Und hier geht nicht, weil hier müssen wir wieder von der anderen Bahn den Strom nehmen. Ich weiß gar nicht, ob die... Ich glaube, das ist ein Unterschied, ne? Ich glaube, Straßenbahn hat eigentlich 600 Volt. Und ich glaube, Eisenbahn hat 800 Volt. Ich bin mir aber nicht so sicher, ne? Kann sein, muss nicht sein. So, und das geht dann so weit. Bis dahin. Da hatten wir das Stoppsignal gemacht. Das passt dann. Das bedeutet, ich glaube, es reicht. So, dann gehen wir hier in die Linienplanung und machen hier eine neue Linie. Die können wir erstmal Linie löschen. Und diese hier können wir jetzt umbenennen dann. Strabar-Waldeck. Passt dann. Und die Linie ändern wir jetzt. Und fahren hier oben los. Wenn ein Depot ist, fangen wir da an und fahren dann hier los. Das ist hier der erste Halt. Eigentlich hätten wir andersrum machen müssen, weil die zum Ostdeutschen Rathaus wollen. Aber naja, jetzt ist das so. Hier können wir auch anhalten. Hier können wir nicht anhalten, weil nur ein Halt ist. Hier können wir anhalten. Er fährt dann hier drüber, nach da. Also er fährt hier wieder rein. Das heißt, er hält hier an. Hält da an. Hält da an. Kein freier Wegpunkt bei, ne? Nee. Fährt hier rum, darum, darum. Hält hier an. Fährt darum. Kommt dahin. Fährt hier hoch. Kommt dahin. Hält da an. Und dann geht's wieder hier hin. Genau, das ist, glaube ich, auch. Ne, das ist gar nicht da dran. Okay. Dann ist die Linie fertig. Das ist ein Kreisverkehr. Wir können den zumachen. Straber-Waldeck müssen wir uns nur merken. Und nee, den, doch, den können wir zumachen. Und den müssen wir nochmal aufmachen und müssen hier noch das Depot hinsetzen. Dann öffnen wir das Depot da, gehen auf Elektrotraktion und suchen uns jetzt hier einen Chicken Zug aus. Der fährt hier mit 109 Passagieren. Und der fährt mit 124 und der fährt auch mit 124. Wir haben überall einen Doppelhalt. Das bedeutet, wir können ja auch einen doppelten Zug machen. 314. 124. Ach, 110. Der hat 14 mehr und ist deswegen ein bisschen teurer. Ja, die sind alle nicht so groß wie der, ne? Was haben wir denn hier noch für einen? Da kann man auch so einen schicken Zug mit basteln wahrscheinlich, ne? Kann man hier sortieren nach, sag schon, außer Dienststellung, Retire Date. Das ist am längsten, okay. Von 2001 bis Ultimo. Wenn ich den jetzt nehme, ne, und auch der ist schon zu Ende dann. Wie viel hat der? 119. Ich dachte, man könnte jetzt hier noch so ein langes Ding dazwischen bauen, aber ist wohl nicht so. Das sind nur die beiden, die zusammengehören, ne? Wollen wir den dann fahren lassen? Eigentlich nicht. Ich würde hier sowas Längeres bauen wollen. Triebwagen. Ach, der ist aus drei Teilen dann. 242. Auch schon Haltlänge 2. Ich glaube, dann ist es ja doch praktisch 110. Ne, den nehme ich dann auch nicht. Dann gefällt mir das auch nicht. Wie will der? 119. Haltlänge 2 hat er schon. Was ist das hier für einer? 121. Tatra B6A 2 Personenwagen. Ach so, da kann man den, das ist auch so einer. Könnte ich den nehmen? Hab Haltlänge 1.
109, das sind zwei Motorwagen. Und das hier ist kein Motorwagen, ne? 121. 230. Jo, ich glaube, das nehmen wir so, oder? Und der Fahrplan ist dann Strabag-Waldeck. Und ich weiß nicht, wie viele, aber drei können wir bestimmt machen. Und dann starten wir die mal, ne? Und gucken zu, wie die so fahren. Erste ist schon mal raus. Der fährt ja bis hierhin. Und wenn er da im Bahnhof ist, dann fährt der nächste erst los, oder? Denke ich mal. So, der hat jetzt 230 Passagiere und da steigen wie viel ein? 46, okay, das sind jetzt nicht die meisten. Der ist weg und jetzt müsste der nächste rauskommen, oder? Da kommt er auch. So, das ist der zweite. Jetzt lassen wir gerade schneller laufen. Weil der nächste, der hat ja jetzt hier unten schon mal keine Passagiere wahrscheinlich mehr. Oh, doch, 49. Wo kommen die denn jetzt sofort alle her? So, und jetzt müsste der dritte kommen. 49 ist natürlich schon der Hammer, ne? Und der dritte, wie kriegt der denn da am Rathaus dann? Ach, da war wahrscheinlich gerade ein Bus angekommen oder sowas, ne? Kann das sein? So, der dritte ist jetzt auch angekommen, der hat aber keine, ne? Doch, 6 Stück noch. Oh, hier sind schon gleich 230 eingestiegen. Wo ist er denn jetzt mittlerweile? Ach, der fährt da oben schon lang. Waldeck, Floto, Waldeck. Okay, nur einige Straßen auch voll. Und er hier. Libellenweg ist er noch nicht voll. Ja, das heißt hier bei dem Bahnhof unten, da ist ja ein Umsteigebahnhof, da werden die dann immer voll, ne? So, hier. Da sind die 230. Königsweg, ah, dann können wir hier mal gerade gucken. Ja, Königsweg ist nochmal voll und Waldeck Libellenweg ist voll machen und Troststraße ist voll machen und dann gibt es noch wieder Zwischenhalter auch noch. Gut, dann funktioniert das hier, denke ich mal. Haben wir einigermaßen hingekriegt. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es da weitergeht. Also der fährt da lang. Ja, hier sind ganz viele Einzelne jetzt auch mit drin. Das ist schon mal gut. Ja, ganz viele sogar. Und die sind erst beim anderen Halt irgendwo mit reingekommen, ne? Hier jetzt da, guck, wie wir da noch zusteigen. Und ist immer noch voll. Hier 500, hier 117, da 335. Ist das der erste? Ne, der erste ist das gewesen, oder? Der hat schon 696 Geld. Also verdienen tun sie da auch genug. Gut, dann haben wir das geschafft, würde ich sagen. Waldeck ist versorgt mit Fahrzeugen bzw. Abbau von Personenzuständen, sage ich mal. Zustände ist das richtige Wort wahrscheinlich dafür. Dann sind wir hier Riedenburg, haben wir auch 16.000. Die wollen nach Waldeck Ost. Was, wo sind wir denn hier jetzt? Ach, da habe ich mich verklickt. Waldeck Karl Marx ist es und wir wollen nach Riedenburg. So, jetzt haben wir es. Riedenburg ist hier so ein Riesenbahnhof. Riedenburg ist, ja, das ist die Transitstrecke nach Hardexen, ne? Riedenburg, mittelalterliche Kirche wollen die hin von hier aus nach da. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Runde dann hier auch gucken, dass wir hier was mit der Strabar machen, denke ich mal. Denn hier ist das wahrscheinlich genauso möglich wie woanders auch. Gut, da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge rum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und was ich gerade noch reingeguckt haben wollte, weil mir gerade der Kommentar noch einfällt. Hier gibt es so tolle Leitpfosten, hat der, sag schon, Michael Friedrich gemacht und die kann man hier so wunderbar dran machen und haben überhaupt keinen Sinn, glaube. Das ist einfach nur Deko. Ja, und dann kann man natürlich noch was Schickeres machen. Und das ist hier.
So eine schicke Kurve, aber das sieht unmöglich aus, sehe ich gerade. Oh, hätte ich es mal nicht gemacht, ne? Also das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Jetzt müssen wir die Leitplanke bis hierhin ziehen und oh, da ist es auch noch so schäbig. Also da muss noch mal ein Grafiker dran, ne? Was denn hier mit Leitplanke und Dingens geht nicht. Aha, alles klar. Gut, dann haben wir das auch noch kennengelernt, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!